Hallo zusammen, heute gibt es wieder mal ein Einkaufsvideo und zwar waren wir beim Penny einkaufen, wir waren beim Rewe, wir waren bei Natura und beim DM. Aber bevor ich loslege, mache ich erstmal kurz Butter in den Reis, denn ich koche uns gerade Reis. Wir haben noch Soße von gestern übrig und dazu gibt es jetzt Reis. Und dann legen wir los. Ganz hinten, wo du schon so da stehst im Bild. Oh, ist das auch Barbecue, das Geschirr? Nein. Okay. So. Hoppala. Aber als erstes sage ich euch, was wir vorhaben zu kochen. Einmal haben wir Thunfisch in der Dose noch da. Dann machen wir einen Thunfischsalat daraus. Dann haben wir gedacht, dass wir wieder nach Rezept kochen. Das erste Rezept haben wir hier. Upsi. Das ist der Fischpie. Dieses Rezept könnt ihr, ich werde es euch jetzt nicht komplett hier so, kann man eh nicht lesen. Dieses Rezept findet ihr beim Aldi. Geht einfach auf Rezepte und gibt Fischpie ein. Dann haben wir ausgesucht. Ich habe meine Finger abgeleckt vor der Kamera. Dann haben wir mediterranes Lachsfilet aus dem Ofen. Auch vom Aldi als Rezept. Ja, also man kann mit der Kamera jetzt sowieso nichts lesen. Und dann noch ein drittes Gericht haben wir uns ausgesucht. Zudles mit Knoblauch Parmesan. Das haben wir früher sehr oft gegessen und auch sehr gern gegessen. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Deswegen gibt es auch jetzt das. So, aber jetzt zu dem, was wir eingekauft haben. Ich glaube, ich drehe die Kamera einfach um und dann könnt ihr es besser sehen. So, ich versuche die Kamera nicht so wackelig zu halten. Wir haben gekauft Pinienkerne, einmal für die Zudles, ich glaube nur für die Zudles haben wir die gebraucht. Dann haben wir löslichen Kaffee für Notfälle, weil ich trinke den gerne, der hat einen anderen Geschmack als der Kaffee mit diesem Tabs, also das schmeckt anders und ich mag den eher nachmittags. Dann haben wir Tomatenmark gekauft. Für zwischendurch habe ich mir so Brie-Käse gekauft. Den schneide ich einfach auf und esse den als so ein kleines Zwischendurch. Eine Flasche Mineralwasser und dann haben wir sowas entdeckt. Ich glaube, das ist was Neues von HSC. Das sind Shots. In so einer Flasche sollen 5 Shots sein. Und wir haben mitgenommen einmal, welche Geschmacksrichtung ist das? Irgendwas mit Früchten. Die Kamera will sich gerade gar nicht fokussieren. Warte mal kurz, ich versuche mal. Was? Zack. Schon geht's. Einmal diese Geschmacksrichtung. Und dann mit roten Beeren einmal haben wir mitgenommen. Hier gibt es noch 3 Tomaten und ich werde sie im Kühlschrank lagern, liebe Eva, falls du das Video guckst. Ja genau, die liebe Eva hat uns mir geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass die Tomaten und die Gurken und Zucchinis wahrscheinlich gar nicht in den Kühlschrank gehören. Wir essen die Sachen lieber gern gekühlt und außerdem habe ich nicht den Platz, ich weiß nicht, wo ich sie sonst lagern soll. Vielleicht hier bei den Tellern. Also das ist jetzt für uns nicht die Option. Wir haben tatsächlich nur diese Schränke und da sind die Teller drin, ne? Und dann haben wir hier einen Schrank, da sind die Tassen drin. In der Spülmaschine ist auch keine Option. Da unter dem Waschbecken ist auch keine Option. Dann haben wir hier so einen Besteckkasten, also so für gröbere Sachen, ein Tee- und Kaffeefach. Hier unten stehen die ganzen Vasen, die müssen ja auch irgendwo hin. Die Wohnung ist tatsächlich nicht so groß, die sieht vielleicht auf dem Video groß aus. So, dann drehen wir uns um. Und hier sind Gabeln und Messer und Schneebesen und sonstiges, ne? Auch so ein Besteckkasten. Dann haben wir hier alle, wie heißt das, Gewürze drin. Das ist ein Gewürzkasten im Endeffekt. Und dann steht auch noch Mehl und Speisestärke und die... Ah ja, sowas halt drin. Hier haben wir einen Teil der Töpfe. Und dann haben wir nur noch die Möglichkeit hier oder da. Aber das sind auch so größere Sachen, die man halt braucht. Also
Naja, hier sind Pfannen drin. Also auf jeden Fall egal. Das Einzige, was wir noch haben, ist diesen Schrank zu benutzen. Aber da liegen unsere Servietten drin. Dann liegen da unsere Tücher drin. Weil ich glaube, die im Kühlschrank zu lagern, ist noch sinnloser als Tomaten im Kühlschrank zu lagern. Das Einzige, was wir außerhalb des Kühlschranks lagern können, sind Kartoffeln. Mit Zwiebeln und mit Knoblauch. Und ich glaube, es ist tatsächlich jedem selber überlassen, wie er gerne die Sachen isst. Und ich esse sie gern kalt, Vicky auch. Deswegen lagern wir sie dort. Salat müsste ich auch nicht da drin lagern. Tue ich trotzdem, weil es mir so besser schmeckt und weil ich keinen anderen Platz habe. Wenn ich jetzt irgendwie eine Abstellkammer hätte, wo ich das hätte hintun können, dann würde ich das wahrscheinlich auch tun. Und unser Kühlschrank, wie ihr seht, ist sowieso klein. Also es wäre für mich tatsächlich vorteilhaft, das irgendwo anders zu lagern. Aber die Möglichkeit gibt es nicht. Deswegen, Eva, ist das so bei uns in unserem Haushalt. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht wusste es jemand noch nicht. Oh, ich kriege irgendwie keine Luft. Okay, dann haben wir die Butter mitgenommen, Mozzarella mitgenommen. Wir haben einmal Lachs für ein Gericht mitgenommen und einmal Kabeljaufilet. Wie nennt man das Filet? Also Kabeljaufisch. Dann haben wir Rispentomaten mitgenommen. Einmal die kleinen, die sind glaube ich da unten. Und einmal die etwas größeren. Bananen. Vicky hat sich diese Wurst mitgenommen. Also ich mag solche Würste nicht, aber Vicky mag sie. Dann hat sie sich zwei solche Soja-Heidelbeer-Joghurts. Also einmal Heidelbeer und das andere ist mit Mango mitgenommen. Außerdem haben wir Antipasti beim Rewe mitgenommen in verschiedensten Formen mit Hirtenkäse, dann diese Pfefferonen, dann grüne Oliven und noch irgendwas. Also auf jeden Fall Antipasti. Ey Leute, ich kriege irgendwie keine Luft. Seit der letzten Erkältung habe ich das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr atmen kann. Wartet mal, ich schnaufe mal und dann reden wir weiter. So, ich habe mich ausgeschnauft. Dann haben wir Crème fraîche mitgenommen. Die brauche ich auch für irgendein Gericht. Schaut mal. Ganz, 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 ganz viel Hummus. Hummus. Lecker, lecker. Vicky kann den Hummus selber machen, aber wir wollen uns die Mühe während der Arbeitswoche gar nicht machen. Und Vicky macht uns die Falafelbällchen. Dazu gibt es auch eine Fertigmischung von Alnatura. Die haben wir aber schon weggepackt in eins unserer vielen Schränke, die kein Kühlschrank ist. Und ja, genau. Zum Hummus gibt es dann die Falafelbällchen. Und ich habe mir mitgenommen so ein Alaska Seelachs. Anschließend haben wir noch zwei Fertiggerichte mitgenommen für die Tage, wo wir vielleicht wenig Zeit haben von Froste. Das sah für uns gut aus und ja, es muss halt schnell gehen. Manchmal haben wir nicht allzu viel Zeit und wenn ich mir so die Nährwerte hier anschaue, sieht das einigermaßen gut aus. Und das da, Tagliatelle mit Wildlachs, klingt auch gut. Wo sind die Nährwerte hier? Das sieht auch soweit ganz gut aus, finde ich. Dann haben wir zweimal Püree mitgenommen und ich habe mir so einen Innocent-Saft mitgenommen. Den trinke ich gerne morgens am Wochenende zu meinem Kaffee. So, das ist, hier. Denk mit Tabs für den Glasreiniger haben wir mitgenommen. Weil ich wollte, also wir haben diese Nachfüllflaschen. Wir haben zwar diese Nachfüllflaschen, aber die also ich kaufe dann nicht so ein Bottich mit Wasser, weil ich möchte unbedingt irgendwie diesen Plastikmüll vermeiden. Deswegen lieber diese Tabs, die kann ich mir dann mit Wasser, wie nennt man das, nicht verdünnen, aber aktivieren und dann habe ich genauso ein Glasreiniger. So, jetzt packe ich die ganzen Sachen weg und dann werden wir erstmal was essen. Ich glaube, ich probiere gleich den Reis, ob das schon soweit ist. Ich habe die Zeit gar nicht gestoppt, aber ich probiere dann jetzt einfach, ob das soweit ist. Und ja, wir wollen was essen vielleicht dann noch. Es ist jetzt 7 Uhr, es ist Samstag. Eine Runde spazieren gehen, denn ich war heute die ganze Zeit in einer Erste-Hilfe-Schulung. Also war ich gar nicht draußen, die ganze Zeit im Raum. Ich arme. So, ich stelle euch mal so auf, dann könnt ihr mich besser sehen, während ich die Sachen hier verpacke.
Ah ja, wir haben auch noch Eier mitgenommen, gekochte Eier. Die gekochten Eier sollen für den Salat sein. Eigentlich wollten wir gar keine mitnehmen, keine gekochten Eier. Aber da wir Thunfischsalat machen möchten, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, Eier dazu zu haben, weil für uns sinnvoll, wir essen gerne den Salat mit Eiern. Okay, hier die Zitrone, die ist tot. Hole ich mal die Sachen erstmal raus aus dem Kühlschrank, so mache ich es immer. So, stelle ich tiefer. Und dann wische ich ihn ja einmal ab und danach kommen die Sachen wieder rein. Und zwischendrin kann ich mal meine Himbeeren essen. Keine Angst, die sind schon sauber. Okay, ich bin mit dem Einräumen vom Kühlschrank schon fertig. Wie ihr seht, mein Glasreiniger ist wirklich fast leer. Und das mache ich aber nachher, das stelle ich jetzt runter, denn das Essen ist auch schon fertig. Wir werden jetzt essen und dann etwas spazieren gehen. Sorry, ich mache nebenbei noch Sachen, damit wir fertig werden hier. Ach, hier, unsere Säcke habe ich noch vergessen reinzustellen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, wie ihr das macht, was ihr so alles im Kühlschrank aufbewahrt und was ihr nicht drin aufbewahrt. Ich glaube, das macht tatsächlich jeder so anders. Wir machen das so. Mit dem Wissen, dass es auch anders geht, machen wir es dennoch so, weil das tut niemandem weh und wir mögen es so besser. Danke, dass ihr dabei wart. An der Stelle beende ich das Video. Ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt gerne, wie ihr es zu Hause handhabt, was ihr gerne macht und wie ihr das also platzmäßig auch gelöst habt. Vielleicht habt ihr gute Ideen, die ich nicht habe, die ich nicht bedacht habe bei uns in der Küche oder in unserer Wohnung. Aber ich glaube, wir machen das schon so lange. Wir sind mit Vicky in der Wohnung über 10 Jahre. Wir sind über 10 Jahre in der Wohnung, 9 Jahre sind wir verheiratet. Und ich habe es vorher nicht anders gemacht. Ich glaube, das werde ich auch nicht anders machen. Tatsächlich. Vielleicht, wenn ich ein riesen Haus habe und eine gut gekühlte Abstellkammer, aber dennoch werde ich mir einige Tomaten im Kühlschrank lassen, denn ich esse sie gerne kalt. Na dann, Mädels, ich warte auf eure Kommentare und bis bald.